Mein Name ist Gabriele Lukacs, ich komme aus Wien und ich bin dort als Stadtführerin tätig. Und zwar für das unbekannte Wien, für alles, was geheimnisvoll ist, unterirdisch, unheimlich, also alles, was mit Un anfängt, meistens. Und so interessiere ich mich auch für die Geheimbünde und die Logen und alles, was also in dieses Genre passt. Habe auch Bücher geschrieben. Wer möchte, kann sich gerne ein Prospekt mitnehmen von den Mystery Tours in Wien. Und so ist natürlich der Untersberg für meine Recherchen, für meine Nachforschungen ein heißes Pflaster. Weil man kommt, wenn man über Geheimlogen spricht und schreibt, nicht umhin, natürlich Salzburg und den Untersberg ins Auge zu fassen. Denn der bekannteste Freimaurer war ja Mozart. Mozart als Salzburger und Mozart, der hier im Schloss Aigen die Illuminatenloge besucht hat, wo seine Eltern geheiratet haben. Also Mozart ist allgegenwärtig in Salzburg, ist präsent am Untersberg und so ist einfach der Untersberg der Hotspot, wie man so sagt, für Geheimlogen wie Freimaurer, wie Illuminaten und andere dieser Kategorie. Und interessanterweise auch die Templer. Wir haben heute schon gehört, Ettenberg, eine Loge gewesen, ein Templerkomturei. Und so kann man hier am Untersberg, also wirklich alle diese Geheimlehren studieren. Vielleicht wissen Sie, dass man hier eine Halbhöhle, die Illuminatenhöhle nennt, ja, oberhalb vom Veitelbruch. Man geht also hinten beim Veitelbruch vorbei und kommt dann auf dem Hang oben, ziemlich schwieriger Aufstieg übrigens, kommt man dann zu einer Halbhöhle. Und die heißt schon seit alters her Illuminatenhöhle. Ich darf jetzt nur kurz für die, die es nicht wissen, erzählen, wer die Illuminaten waren. Also 1776 hat ein deutscher Rechtsprofessor in Ingolstadt, der Adam Weishaupt, hat diese Loge gegründet. Und zwar in Anlehnung an die Freimaurerlogen, die schon lange vorher bestanden haben. Er hat die Regeln übernommen und er hat auch das Gedankengut übernommen. Also es ging immer um sittlich werden, um sich selbst zum sittlichen Menschen zu erziehen. Und so hat er also diese Loge gegründet und das war eine aufklärerische Loge. Und Sie können sich vorstellen, dass die Obrigkeit, der Staat das nicht gerne gesehen hat. Denn Adam Weishaupt hat propagiert, man soll sich selber so bilden und so sittlich werden, dass man keine Gesetze mehr braucht. Ja, also dass man von selber weiß, was man zu tun hat. Also er wollte sozusagen die Gesetze des Staates abschaffen und dann natürlich auch der Kirche. Keine Verbote, keine Gebote. Und wie gesagt, das war für die Obrigkeit ein Dorn im Auge und so haben sie diese Illuminaten verboten. Schon wenige Jahre nach der Gründung, also ungefähr 1789, waren die dann verboten. Aber wir wissen ja, alles was verboten ist, geht natürlich im Untergrund weiter. Und so sagt man auch, die Illuminaten gäbe es bis zum heutigen Tag. Das kann man natürlich nicht offiziell bestätigen, denn wie gesagt, es ist ja eine offiziell verbotene, aber doch im Untergrund. Aber es finden sich immer wieder Hinweise. Und so wurden in den 1950er Jahren, also auch immerhin schon 70 Jahre her, 1950er Jahren in Wien auf einem Dachboden eine Kiste entdeckt und genau da drinnen waren Illuminaten-Dokumente. Also es muss irgendwie dann immerhin bis in die 1950er Jahre somit bewiesenermaßen diese Logen gegeben haben. Und wir vermuten natürlich bis zum heutigen Tage. Und so sind wir hier am Untersberg immer wieder auf Recherche gewesen. Und ich habe also jetzt in der letzten Zeit die Dokumente und die alten Schriften vom Naturhistorischen Museum in Salzburg studiert. Archivforschung ist immer ganz wichtig, natürlich hinaus in der Natur alles anschauen, aber Archivforschung ist ganz wichtig, vor allem historisch.
Und da ist mir also untergekommen ein Bericht über Höhlen, unter anderem auch über die Illuminatenhöhle. Ich las das mit großem Interesse und ich lese da drinnen also, dass ein gewisser Student der Rechtswissenschaft, ein Student namens Franz de Paula Bichler, am 27. Juli 1798 von dieser Halbhöhle abgestürzt sei. Vielleicht sagt Ihnen als Untersberg-Experten wahrscheinlich schon dieses Datum etwas. Wenn nicht, dann erwähne ich es jetzt kurz, was das ist. Das ist ein ganz wichtiges Datum, vor allem in den Stan Wolf Büchern. Also Wolfgang Stadler alias Stan Wolf schreibt über dieses Datum. Und da hat er beim Kustos vom Museum hier, Fürstenberg, eine Tafel gefunden. Ich halte sie mal so, ich weiß nicht, wie sehr Sie sie sehen können, aber Sie kennen sie sicher aus seinen Büchern. Und da steht drauf, in der Mitternacht am 27.07.1798, diese Platte habe ich in der Höhle, in der damals die SS-Leute waren, gefunden, sagt der Museumskustos, Herr Martin Leitner, zu Stan Wolf. So schreibt er also in seinem Buch. Nochmal, also diese Platte will er in der Höhle da oben gefunden haben. Und da drinnen waren noch mehrere Gegenstände aus Marmor. Auf der Rückseite der Platte ist Löwe, Zwilling und ein Eichenblatt drauf. Wir kennen Löwe, Juli, Sternbild Löwe, ist uns klar. Zwilling ist also der Aszendent. Und das Eichenblatt war uns bisher eigentlich nicht klar. Seit heute Nachmittag ist es mir klar und ich werde es Ihnen jetzt gleich aufschlüsseln. Den Code glaube ich geknackt zu haben. Zurück nochmal zu dieser Tafel. Also das wird erwähnt beim Stan Wolf, Wolfgang Stadler. Man wusste bisher nicht, ob die Tafel wirklich existiert, denn es ist ja ein Roman und Wolfgang Stadler sagt selber, also es ist ungefähr 20% Fakt und 80% Halbfakt und er sagt nicht ganz erfunden, aber immerhin ist es ein Roman und es ist natürlich auch legitim, so zu schreiben. Ja, und diese Tafel, und die geht's jetzt. Genau das steht in den Berichten vom Salzburger Naturhistorischen Museum über Höhlenforschung, dass die in der Halbhöhle gehängt sei. Und die haben die Freunde von diesem abgestürzten Studenten dort aufgehängt. So, und irgendwann von 1798 bis jetzt ungefähr ist diese Tafel offenbar aus der Höhle verschwunden, heruntergefallen, heruntergerissen, weiß ich nicht, kam zu dem Kustos. Und insofern hat es also Stan Wolf berichtet und das ist damit Fakt, das ist damit bewiesen. Jetzt habe ich mich da noch nicht zufrieden gegeben damit, denn ich wollte ja wissen, wer war der eigentlich, der Student, dieser Franz de Paula Bichler. Also er war Sohn von einem Kammerangestellten, wie man so sagen würde heute, also damalig. Kammersekretär. Der war auch Historiker, dieser Vater also. Also eine angesehene Familie und der Student war ein Rechtswissenschaftsstudent. Und da haben wir jetzt die Überleitung nach Ingolstadt zum Professor der Rechtswissenschaften, dem Adam Weishaupt, der die Illuminaten gegründet hat. Also eine ziemlich direkte Verbindung. Und das Zweite, der Freund, der die Tafel aufgehängt hat und das Andenken an seinen verstorbenen Kommilitonen, hieß Paurer. Und vielleicht sagt Ihnen der Name was. Der Graf Paurer war der Gründer der Illuminatenloge in Aigen. Schloss Aigen, ganz berühmte Illuminatenloge namens Apollo. Also dieser Franz Paurer, Gründer der Illuminatenloge, war also offensichtlich irgendwie in diesen Studenten zusammen. Es muss also ein Illuminatenkreis gewesen sein. Das heißt, wir haben also jetzt den Beweis Illuminatenhöhle und da ist ein Illuminat abgestürzt
Und der ist am Friedhof in Grödig begraben. Auch das steht in diesen Dokumenten. Und jetzt habe ich mich also heute auf die Spurensuche begeben. Wir fuhren zum Friedhof. War nicht leicht zu finden, der ist nämlich nicht angeschrieben. Wir mussten 3-4 Mal fragen, aber das hat irgendwie einen Sinn gehabt, denn Sie erahnen es schon, da kommen Synchronizitäten, genau auf die Minute kommen wir also zum Friedhof, das Auto parken, kein Parkplatz, ich steige aus, ich schaue jetzt einmal auf den Friedhof, kommt der Herr Friedhofsleiter und schaut, wieso da geparkt wird vor dem Friedhof, unerlaubterweise. Also es hat alles zusammengepasst, wir sind den ganzen Friedhof abmarschiert, wir finden diesen Grabstein nicht. Und beim Hinausgehen, auf einmal sehen wir den Grabstein, den ich von einem Foto aus der alten Schrift kannte. Ich wusste also, was ich suche, nämlich eine Pyramide, eine hoch aufgeschossene, eine große Pyramide zwischen Obelisk und Pyramide, auf 3 Kugeln ruhend mit der Inschrift. Genau das in der Mitternacht am 27.07.1798, das ist der Text von diesem Grabstein, ist der Student namens Franz de Paula Bicher abgestürzt, im Andenken seine Freunde und so weiter, von seinem Vater, dem Kammeramtsdirektor, gewidmet. Und es steht nicht nur ein solcher Pyramidengrabstein auf 3 Kugeln, sondern es stehen 2, nämlich vom Freund von Paurer. Also dieser Freund Paurer hieß er. Das ist das Zweite. Und die 2 stehen wirklich am Friedhof, aber nicht dort, wo man sie vermutet, bei den Gräbern, sondern so wie hier unter einem Vordach an der Hausmauer mit allem Möglichen davor gelagert, also zum Übersehen eigentlich. Wir hatten also das Glück, der Zufall führte uns hin, wir haben es gesehen. Und dann, jetzt kommt das Beste, kommt der Herr Friedhofsverwalter, und erzählt uns, dass diese 2 Grabsteine in der Kirche von Grödig neben dem Seitenaltar gestanden sind, seit 1798, bis vor 10 Jahren, also 2010 herum. Und wir sagen, ja, wieso? Ja, die hat der Pfarrer rausgeschmissen, er hat gesagt, die passen nicht in eine Kirche. Interessant, Grabstein, passen nicht in eine Kirche. Und er hat es rausgeschmissen und da haben wir es jetzt also da hergestellt. Wir haben uns dann natürlich angeschaut, wo sind die gestanden. Also man sieht direkt, dass die 2 Plätze neben dem Seitenaltar sind leer, praktisch in der Dimension von den Grabsteinen, von diesen pyramidenartigen Dingern mit den 3 Kugeln. So, dort haben sie wunderbar hingepasst und sind dort offenbar auch von 1800 bis 2010, immerhin 210 Jahre gestanden. Und jetzt kommt die Auflösung mit dem Eichenblatt. Auf dem Paurer Grabstein ist das Eichenblatt drauf. Und das wiederum ist das Zeichen der Freimaurer und Illuminaten wahrscheinlich auch. Und so schließt sich der Kreis, also zumindest für mich hier am Untersberg, mit diesen Geheimlogen, denn damals sagen wir geheim, heute sind die Freimaurer ja ein organisierter Verein, ein angemeldeter Verein, so wie es in Österreich natürlich Gesetz ist. Also diese damals geheimen Logen haben hier am Untersberg, wie wir wissen, nachweislich aus Protokollen ja ihren Sitz gehabt beim Schloss Eigen, Loge Apollo, und haben sich in der Illuminatenhöhle getroffen, nachdem sie verboten wurden, sind also der Überlieferung nach 9 Illuminaten dort hinaufgewandert und haben dort ihre Rituale gefeiert und sind dann verschwunden. Das ist wiederum die Geschichte vom Verschwinden am Untersberg, vom spurlos Verschwinden von Zeitanomalien. Und die hat schon Walter Ernsting
in seinen Romanen aufgegriffen. Also es führt uns die Spur von den Tatsachen über den ersten Romanautor Ernsting zum zweiten Romanautor Stein Wolf zu den Fakten, die ich heute recherchieren konnte. Ja, so viel wollte ich Ihnen erzählen. Das sind die neuesten Puzzlesteinchen. Und wir können ja auch immer nur Puzzlesteinchen hier zusammentragen und sind dann eigentlich überwältigt davon, wie das alles zusammenpasst. Und wenn Sie Zeit haben, dann schauen Sie zum Friedhof von Grödig, schauen Sie sich diese pyramidenartigen, dreiseitige Pyramide mit den drei Kugeln, das ist ja auch eine Symbolzahl. Und zwar ist das die Zahl, die die Geheimlogen als ihre Basiszahl kennen und anwenden. Und zwar warum, wo kommt die 3 her? Das ist von Hermes Trismegistos, dem dreifach weisen Hermes, der den Menschen die Weisheit gebracht hat, den Menschen auf die Erde. Also er war ein Gott und jetzt sind wir in Mythologie, jetzt sind wir in einer historischen Zeit, die gar nicht mehr fassbar ist für uns. So weit zurück reicht das mit diesem dreifach weisen Hermes. Und dieser Hermes hat die Rituale den Menschen gebracht. Und daher haben die Freimaurer, die Illuminaten und alle anderen Logen, daher haben sie ihre Rituale. Und das begründet sich alles auf die Zahl 3. Ja, und dort haben wir die drei Kugeln unter dem Grabstein. Also ein eindeutiger Hinweis, die Form der Pyramide, die ägyptischen Mysterienkulte, die haben alle die Pyramide als ihr Symbol. Das Eichenblatt haben wir, die Tafel und in der Kirche von Grödig hatten wir das allsehende Auge. Ganz prominent über dem Hauptaltar prangt das allsehende Auge. Auch das wieder von den Illuminaten als eines ihrer Symbole verwendet, weil Illuminat heißt ja illuminiert, also erleuchtet sein. Ja? Deswegen also dieses Symbol, das erleuchtet sein. Das ist ganz wichtig immer. Sie kennen nämlich ein fünftes Element, also nicht nur die üblichen 4 Elemente, Erde, Luft, Feuer, Wasser, sondern das Licht ist das fünfte Element bei den Illuminaten. Und das symbolisieren sie wiederum mit einer geometrischen Figur, nämlich dem Fünfzack oder Pentagramm. Also Pentagramm ist, glaube ich, bekannt als ein Symbol, das viele Mysterienkulte verwenden. Aber woher kommt es? Nun vom fünften Element, dem Licht, das als auch die Illuminaten, die Erleuchtung, als ihr Basissymbol verwenden. Auch das haben wir in Grödig gefunden, in der Kirche. Wie gesagt, gehen Sie hin, schauen Sie sich's an. Und jetzt habe ich den Code Ihnen verraten, den Code geknackt mit der Illuminatenhöhle, mit der Bronztafel, die in den Romanen beschrieben wird, und dem Grab von dem Illuminatenstudent, der da abgestürzt ist und hier in Grödig begraben ist. Also in Grödig laufen die Fäden alle zusammen. Und das wollte ich Ihnen heute berichten. Danke.